durchaus Sprengkraft genug, das geistige Ordnungsgefüge der mittelalterlichen Christenheit zu zerstören. Beide treten in extremistischer, in theologisch betrachtet heretischer Gestalt auf. Das Besondere des heiligen Thomas, der diesen beiden geistigen Erscheinungen als Student in Neapel begegnet, ist, dass er das Recht beider Grundanliegen erkennt und anerkennt, dass er selber sich mit beiden identifiziert, dass er beide bejaht, obwohl sie einander geradezu entgegengesetzt sind, und dass er beide in seiner eigenen geistlichen und geistigen Existenz zu verbinden sucht. Das Paradigmatische, das Musterhafte des heiligen Thomas ist, so haben wir gesagt, eben dieses, dass er gerade nicht wählt zwischen den beiden extremen Möglichkeiten, sondern dass er sie beide wählt, und dies nicht in der Weise einer rein faktischen Addition, sondern indem er die Zusammengehörigkeit, ja die Notwendigkeit der Verknüpfung des anscheinend einander Ausschließenden erfasst und erweist. Bisher haben wir nur erst